Es ist Sonntag, der 31. Juli 2022. Heute bin ich in Wuppertal und fahre mit der Schwebebahn. Das hatte ich mir schon seit vielen Jahren vorgenommen und heute mache ich es. Hier sind wir noch an der Haltestelle Hauptbahnhof. Ja, ich bin jetzt die ersten paar Stationen mitgefahren. Ich bin jetzt an der Haltestelle Landgericht. Mein erster Eindruck, die Wagen sind schmaler, als ich gedacht hätte. Und es wackelt ein bisschen hin und her, also nach links und rechts. Hätte ich beides nicht gedacht. Hier geht die Strecke über dem Fluss entlang. Es gibt auch andere Strecken, wo es halt oberhalb der Straße ist. Aber immer sieht man links und rechts Häuser und Geschäfte und ja, in diesem Fall auch viel Grün. Ich muss sagen, das Ganze ist äußerst spannend, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Für die Wuppertaler natürlich irgendwann nicht mehr ganz so aufregend, weil sie es halt aus dem Alltag kennen. Und die Haltestellen sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Zum Beispiel dieser Abgang hier von der Haltestelle Landgericht runter zum Straßenniveau. Hier gibt es noch so eine Art Zwischenebene, wo man dann halt zu den beiden Straßenseiten runterkommt. Und auch Ticketautomat und dergleichen. Und hier sieht man auch die ganzen Stationen der Schwebebahn. Ja, dort am Hauptbahnhof sind wir losgefahren und sind jetzt am Landgericht. Ich nehme also jetzt gleich die nächste Bahn bis zum Ende, Oberbarmen, dann komplett zurück nach Vohwinkel und wieder zum Bahnhof, wo ich gestartet bin. Da. Also es gibt quasi, wenn ich das richtig sehe, nur eine Linie im Vergleich zu unseren 4 Stadtbahnlinien in Bielefeld. Von dort bin ich gerade gekommen. Jetzt warte ich einfach auf die nächste Bahn und fahre weiter. Hier auf dem Schild steht es sogar, dass der Wagen hin und her pendelt. Das ist das, was ich gerade gemeint hatte.
Bitte beachten Sie, dass in unseren Bussen und Schwebebahnen nach wie vor die Maskenpflicht gilt. Sie müssen weiterhin eine OP- oder FFP2-Maske tragen. An Haltestellen und in Schwebebahnstationen ist die Maskenpflicht aufgehoben. Hier sind wir an der Endhaltestelle. Ich bin soeben ausgestiegen und werde dann gleich auf der anderen Seite zurückfahren. Die Bahn ist jetzt quasi links um die Kurve gefahren und steht jetzt dort im Knick. Rechts das hintere Ende, links das vordere Ende. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der hier die Wuppertaler Schwebebahn als Touristenattraktion sieht. Es scheinen auch noch andere Leute extra deswegen hier hinzukommen. Zum Beispiel habe ich mich gerade mit einem jungen Mann aus London unterhalten, der extra von England hier hingekommen ist, nur um mit der Schwebebahn zu fahren. Gut, ich bin von Bielefeld nach Wuppertal gefahren, aber das ist ja bei weitem nicht so weit. Aber der kam extra von London und der sagt, es war sein Traum, einmal im Leben mit der Schwebebahn zu fahren. Und haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich habe gesagt, ja, mein Traum war das auch. Er sagt, er ist vor Jahren mal von London nach Polen gereist. Und irgendwie, weiß der Himmel warum, ist er hier an Wuppertal vorbeigekommen und hat die Bahn aus der Ferne gesehen. Und hat sich dann vorgenommen, einmal im Leben damit zu fahren. Und er hat gerade auch fleißig gefilmt, genauso wie ich auch. Das hier ist, wie gesagt, die Endstation Oberbarmen Bahnhof. Ich habe ja zwei Freunde, die sich auch für Bahnen und dergleichen interessieren. Und der eine von mir hat mir damals auch geraten, wenn ich mit dem Zug hier nach Wuppertal fahre, um mit der Schwebebahn zu fahren, ich solle doch hier in Oberbarmen aussteigen und von da die Strecke befahren. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich damals nicht so genau verstanden, wie er das meinte. Jetzt verstehe ich's. Wenn man hier nämlich in Oberbarmen startet, fährt man einmal die komplette Strecke runter und dann die komplette Strecke wieder zurück. Aber gut, ich bin jetzt vom Hauptbahnhof aus gestartet in beide Richtungen. Kommt hier im Endeffekt fast aufs Gleiche raus. Einige Touristen meinten gerade auch, es wäre am besten in der Bahn hinten zu sitzen, weil man dann halt schön nach hinten heraus filmen kann. Denn nach vorne raus kann man nicht so gut filmen, weil da ja noch das Fahrerhäuschen dazwischen ist, also die Fahrerkabine. Okay, da kommt die Bahn, die ich jetzt nehme, bis zur anderen Endstation durch.
Ich glaube, die Leute hier in Wuppertal und die Fahrer und so, die sind das schon gewohnt, dass die Bahnen andauernd gefilmt werden. Es ist halt wirklich eine Besonderheit. Hier sieht man auch ganz gut oben die Antriebstechnik. Die hatte ich ja gerade auch schon mehrmals versucht zu zeigen und zu filmen. Da sieht man es ganz gut, wie das alles funktioniert. Bisher sind wir immer oberhalb des Flusses gefahren. Die Strecke jetzt ist oberhalb der Straße. Das hier ist jetzt die andere Endhaltestelle, Vohwinkel. Und hier gibt es anscheinend eine Art Weiche. Die Schwebebahn, mit der ich gerade gekommen bin, fährt jetzt hier links in der Runde. Aber da oben nach rechts gibt es auch ein Gleis, wo es dann da hinten reingeht. Gibt es anscheinend mehrere Möglichkeiten, wie die Bahn hier geleitet werden kann. Und da hinten scheinen auch eine ganze Reihe von Bahnen im Depot zu sein. Bitte, liebe Wuppertaler, verzeiht mir, dass ich jetzt so dilettantisch darüber rede. Ich bin halt fremd in dieser Stadt. Wie gesagt, mit der Bielefelder Stadtbahn kenne ich mich besser aus. Noch eine interessante Sache möchte ich zeigen hier an der Endstation. Da oben qualmt es wie verrückt. Und es dampft und tropft und ja, weiß der Himmel, was das ist. Wahrscheinlich Wasserdampf.
aber es qualmt nicht schlecht. Ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. Und es tropfen auch Wassertropfen runter. Wird wohl seinen Sinn haben, das Ganze. Ja, ich bin jetzt an der Endhaltestelle Vohwinkel. Und fahre jetzt zurück bis zum Hauptbahnhof. Der ist da vorne. Hier stehen sogar immer die Entfernungen in Metern zwischen den einzelnen Stationen. Ja, jetzt bin ich wieder zurück am Hauptbahnhof. Es war sehr interessant und ich bin froh, dass ich das jetzt endlich mal machen konnte. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos.